Das ist für mich Reiterei nach klassischen Grundsätzen. Wichtig ist, dass ich ein Pferd nicht einfach in ein Vorurteil bringe, sondern einfach sich erstmal entwickeln lasse und dann den Charakter des Pferdes feststellt. Mit der Jungpferdeausbildung ist es immer ein Abtasten eines Pferdes und Abschätzen des Reifegrades. So, genau, lass sie ruhig mal gucken. Und da bleibt man weich dran, so lässt man sie gehen. So sollte das sein. Über die Gymnastizierung, über die systematische Gymnastizierung des Pferdekörpers, um dann das schöne Ergebnis eines tanzenden Pferdes zu bekommen.